Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19/8450 mit dem Titel Nordrhein-Westfalen leistet digitalen Widerstand, keine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Ich verweise auf den Entschließungsantrag der FDP-Fraktion in Drucksache 19/8464. Ich öffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger auf der Tribüne und im Stream. Um es gleich vorneweg zu sagen, es ist völlig egal, ob von Quick Freeze, Mindestspeicherdauer oder Höchstspeicherfrist gesprochen wird, denn es ist immer das Gleiche, nämlich die pauschale Vorratsdatenspeicherung über das Kommunikationsverhalten der Menschen in unserem Land. Wer spricht wann, mit wem, wie lange und von wo? Wer schickt wann, wem eine SMS? Und wer ist wann, wie lange, mit welcher Kennung im Internet eingeloggt? Sowohl das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2010 wie auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom letzten Jahr lassen keinen Spielraum für eine vorsätzliche, anlasslose und verdachtsunabhängige Speicherung von Kommunikationsdaten der gesamten Bevölkerung. Der Europäische Gerichtshof führte dazu aus, dass die Speicherung ein besonders schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte wäre. Zudem erzeuge sie bei den Bürgern das Gefühl, dass ihr Privatleben Gegenstand einer ständigen Überwachung ist. Genau dieser Auffassung sind wir Piraten auch, und zwar seitdem die europäische Richtlinie und die deutschen Gesetze dazu vor fast 10 Jahren in Kraft gesetzt worden sind. Und es ist gut, dass diese Gesetze heute abgeschafft sind. Auch Bundesjustizminister Heiko Maas hat noch vor 4 Monaten in einem Tweet die Vorratsdatenspeicherung entschieden abgelehnt, weil sie, so schreibt er, gegen das Recht auf Privatheit und den Datenschutz verstößt. Was treibt nun Heiko Maas an, seine Meinung zu ändern? Offen gesagt, ich weiß es nicht. In den Leitlinien, aus denen das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung werden soll, wird sehr abenteuerlich argumentiert. Da heißt es, dass laut Urteil des Europäischen Gerichtshofs nur die anlasslose Speicherung aller Daten unzulässig sei. Im Umkehrschluss soll dann die Speicherung in Ordnung sein, wenn man einige Daten, zum Beispiel die E-Mail-Kontakte, weglässt. Das macht mich wütend, weil für wie dumm hält man die Menschen im Land eigentlich? Natürlich geht es nicht um alle Daten, sondern um die Daten von allen Menschen, der gesamten Bevölkerung, die wieder unter Generalverdacht gestellt werden soll. Das hat der Europäische Gerichtshof kritisiert und deshalb die europäische Vorratsdatenspeicherung für unvereinbar mit den Grundwerten der europäischen Wertegemeinschaft erklärt. Und für diese klaren Worte sind wir sehr dankbar. Offensichtlich erkennen nämlich nur die Gerichte, welchen Schaden die Speicherung des Kommunikationsverhaltens der gesamten Bevölkerung anrichten kann. Wir wissen, was du die letzten 10 Wochen gemacht hast, könnte der Slogan sein. Denn die gespeicherten Daten machen unser Leben aus. Die Daten zeigen, was wir tun, was uns interessiert, wo wir sind, mit wem wir uns treffen. Die Eingriffstiefe wäre heute viel intensiver als vor 10 Jahren, als die erste Vorratsdatenspeicherung eingeführt wurde. Denn die Smartphone-Revolution kam erst später und hat heute eine fast 100% Abdeckung erreicht. Wollen wir wirklich eine Wohlverhaltensgesellschaft, die nach dem Motto »Verhaltet euch ruhig« ständig die Rückverfolgbarkeit der letzten 10 Wochen im Kopf hat? Ich glaube nicht, wir Piraten wollen das auf jeden Fall nicht. Ein solches Vorhaben wäre auch schlicht unvereinbar mit den Grundprinzipien unseres Rechtsstaates, der Unschuldsvermutung, mit den Grundwerten unserer Gemeinschaft. Müssen wir denn tatsächlich wieder das Bundesverfassungsgericht anrufen? Eine Klage, die bereits von Bürgerrechtsgruppen vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung angekündigt wurde, würde die volle Unterstützung der Piraten erhalten. Liebe SPD-Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, bei unserer letzten Debatte zum Thema Vorratsdatenspeicherung meinten Sie, eine differenzierte Perspektive zur Vorratsdatenspeicherung zu haben. Ich bitte Sie, differenzieren Sie sie hin zur Rechtsstaatlichkeit und zur Achtung unserer Grundwerte. Senden Sie ein klares Signal nach Berlin. Wir in Nordrhein-Westfalen wollen keine anlasslose und massenhafte Überwachung unserer Gesellschaft. Wir in Nordrhein-Westfalen wollen nichts, was gegen unsere demokratischen Prinzipien verstößt.
Und wir in Nordrhein-Westfalen wollen kein unnützes Überwachungsinstrument, das keinen Mehrwert gebracht hat. Machen Sie es wie Ihre Kolleginnen und Kollegen der SPD in Dortmund, Frau Lüders, Frau Kleiniger, Herr Gian und Herr Minister Schneider, und stimmen Sie gegen jegliche Form der Vorratsdatenspeicherung und stimmen Sie für unseren Antrag. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Körfges das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt, einfach weil der Herr Herrmann es auch so angesprochen hat, sofort mit der differenzierten Haltung anfangen, nämlich mit einer differenzierten Haltung zu Ihrem Antrag, der sich ja mit den Leitlinien des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherdauer, da gibt es dann doch eine gewisse Differenzierung, nicht nur bei der Sprachlichkeit, sondern auch im Inhaltlichen. Der beschäftigt sich mit, ich sag mal, diesem Thema. Und ich sage Ihnen jetzt ganz deutlich, ja, wir gehen differenziert mit Ihrem Antrag um. Wir haben eine kritische Position zu dem, was in Berlin veranstaltet wird, allerdings auch zu Ihrem Antrag. Wir lehnen Ihren Antrag gleich ab. Und zwar, weil wir uns in einer Phase befinden, in der Details über das Gesetz noch nicht bekannt sind und wir uns über Leitlinien unterhalten. Nach dem Koalitionsvertrag, ich will jetzt mal versuchen, unsere Position auch herzuleiten, zwischen CDU und SPD in Berlin war die Umsetzung einer EU-Richtlinie über Abruf und Nutzung von Telekommunikationsdaten vorgesehen. Durch die Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2014 war, und das gilt nicht nur für mich, nach meiner Ansicht und nach einer mehrfach auch in meiner Partei geteilten Ansicht, die Grundlage für diesen Teil der Koalitionsvereinbarung in Berlin entfallen. Und jetzt versucht die Berliner Koalition stattdessen den Schutz, und das ist auch, gehört auch zu einer differenzierten Betrachtung hinzu, es geht ja nicht darum, dass aus DAFKE sowas diskutiert wird. Es geht darum, dass der Schutz vor schwerster Kriminalität, wie zum Beispiel terroristischen Gewaltakten, durch die Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist verstärkt werden soll, indem die gespeicherten Daten genutzt werden können. Ich sage nur, dass das die Motivation war. Ich weiß nicht, ob ich in der endgültigen Abwägung der Dinge dann zu einem Ergebnis komme, dass das einen Eingriff in Grund- und Bürgerrechte rechtfertigt. Denn unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts ist es ein, ich sag mal, gewagtes bis sehr schwieriges Unterfangen, dass man in seiner Rechtswirksamkeit, und da geht es mir auch ein bisschen drum, erst dann beurteilen kann, wenn man den konkreten Gesetzesformulierungen entgegensehen kann und nicht, wenn man über Leitlinien diskutiert, die die Absicht des Gesetzgebers irgendwo umreißen sollen, worum es geht. Aber ich glaube, gerade bei so einem komplizierten Thema ist es wichtig, sich mit den Details auseinanderzusetzen. Es ist auch wichtig, welche formale Rolle uns als Land an der Stelle zugedacht ist, weil es macht für mich schon einen Unterschied und das ist für uns nachher dann sicherlich auch hier interessant, ob es sich um ein zustimmungspflichtiges Gesetz handelt oder nicht. Das ist nach meiner Meinung aus den Leitlinien zumindest nicht ablesbar. Schließlich ist es sehr deutlich, und das will ich dann, ich sage mal, in Richtung auf die Berliner Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen sagen, dass es, ich sage mal, um zwei Dinge geht. Zum einen geht es offensichtlich den nicht mehr im Bundestag vertretenen Fraktionen oder noch nicht oder sehr wahrscheinlich niemals im Bundestag vertretenen Fraktionen darum, hier zur eigenen Profilierung Dinge auf Landesebene zu diskutieren, die in die Kompetenz des Bundesgesetzgebers fallen. Und zum anderen wird sicherlich deutlich, dass Sie uns hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, über ein Stöckchen springen lassen wollen. Da sind wir nicht zu bereit. Wir sind in der Angelegenheit nicht zu Schnellschüssen, weder in die eine noch in die andere Richtung unterwegs. Wir wollen uns ein differenziertes Bild machen. Das kann man erst dann, wenn das Gesetz im Wortlaut vorliegt. Aber, Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Herrmann zulassen? Ja, natürlich. Bitte schön, Herr Kollege Herrmann. Ja, Herr Kollege Körfges, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich konnte jetzt in Ihren Äußerungen nicht ganz Ihre Position erkennen. Also bei unserem Antrag geht es ja darum, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung abzulehnen. Das ist ja völlig unabhängig vom Gesetz, also die anlasslose und nicht eingeschränkte, das heißt die gesamte Bevölkerung betreffende
Vorratsdatenspeicherung. Das ist der Kontext, das ist, was wir im Antrag fordern. Ihre Position habe ich dazu nicht erkennen können gerade, obwohl Sie was darüber gesprochen haben. Vielleicht können Sie die nochmal wiederholen. Bitte die Frage. Da ich keine Frage erkennen kann, empfehle ich meinen weiteren... Was ist Ihre Position? Meinen weiteren Ausführungen an der Stelle zu lauschen. Vielleicht ergibt sich dann das, was Sie womöglich hätten fragen wollen, auch antwortmäßig von mir. Ich will nämlich an der Stelle, und da sind wir vielleicht genau an dem Punkt, einräumen, dass der Diskussionsprozess in meiner Partei, wir sind eine Volkspartei, und da gibt es ganz unterschiedliche Positionen zu dem Thema, noch nicht abgeschlossen ist, aber dass es ein sehr schmaler Grat ist, den die Bundesregierung beschreitet, wenn sie versucht, den Abruf von bereits gespeicherten Daten verfassungskonform zu gestalten. Und ich will in dem Zusammenhang auch sagen und für mich ganz persönlich einräumen, dass ich bei allen Bemühungen, anderweitigen Bedenken des Bundesverfassungsgerichts und des EuGH Rechnung zu tragen, zum Beispiel in der Frage Berufsgeheimnis, wobei ich mir als Anwalt da die Anmerkung erlauben darf, auch da kann man sich einen umfassenderen Schutz vorstellen, aber auch in der Frage der Benachrichtigung und es gibt viele Stellen, da wird versucht, auf die höchstrichterlichen Bedenken einzugehen. Mir ist persönlich nicht klar, wie die Frage des fehlenden Anlasses tatsächlich geregelt werden soll, um so eine Regelung verfassungsfest hinzukriegen. Und solange mir das nicht klar ist, bin ich zumindest persönlich dagegen, dass man sowas gesetzlich normiert. Damit ist Ihre Frage bezogen auf meine Person hoffentlich beantwortet. Grundsätzlich möchte ich an der Stelle allerdings noch sagen, es wäre schöner, wenn wir uns, und zwar ohne direkte Abstimmung, das dient nämlich nicht an der Stelle der Klarheit einer nordrhein-westfälischen Position, sondern einer Profilbildung einer Partei, die ganz offensichtlich Existenzängste hat, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten. Ich hätte es schöner gefunden, wenn wir uns in einem geordneten Beratungsverfahren mit einem tatsächlichen Gesetz hätten auseinandersetzen können, statt uns hier in Mutmaßungen über ein noch nicht vorliegendes Bundesgesetz und einen Bundesgesetzentwurf zu ergehen. Ich glaube auch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass Sie da ganz schlechte Ratgeber sind, wenn Sie uns bezogen auf Bürgerrechte aufklären wollen. Ich erinnere nur an der Stelle an die vollkommen misslungene Versuch, den vollkommen misslungenen Versuch einer Online-Durchsuchung, die, ich sag mal, von dem Bundesverfassungsgericht hier eingebracht und verantwortet vom FDP-Innenminister kläglich gescheitert ist. Also an Ihrer Stelle würde ich in den Fragen eher etwas kleinlauter auftreten. Und ich bin gerade freundlich auf das Ende meiner Redezeit hingewiesen worden. Das Ende war schon da, Herr Kollege Knopf. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Und ich darf mich dafür bedanken und bin ganz sicher, dass wir zu dem Thema noch genügend Gelegenheit kriegen, uns anderweitig auseinanderzusetzen. So, jetzt haben wir es geschafft. Nochmal vielen Dank, Herr Kollege Körfkes. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Golland das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion um die sogenannte Vorratsdatenspeicherung ist endlich auf der Zielgeraden. Das begrüßen wir als CDU-Landtagsfraktion ausdrücklich. Was ist in diesem wichtigen sicherheitspolitischen Thema bisher passiert? Was sagt die hohe Gerichtsbarkeit? Der Europäische Gerichtshof hat die bis dato existierende EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung am 8. April 2014 für ungültig erklärt. Dabei hat er aber die Vorratsdatenspeicherung nicht generell für unzulässig erklärt. Im Gegenteil, er hält sie grundsätzlich für ein legitimes Mittel, um schwere Kriminalität zu bekämpfen. Sie muss nur konkreter und ausgewogener formuliert werden. Ungeachtet des Europäischen Gerichtshofurteils aus dem Jahr 2014 behält jeder EU-Mitgliedstaat das Recht, eine Regelung zur Vorratsdatenspeicherung einzuführen, solange diese nicht gegen seine nationale Verfassung verstößt. Eine Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung ist und bleibt daher auch in Deutschland möglich. Wie reagiert nun die Politik? Insbesondere NRW-Innenminister Jäger ist ein Befürworter der Vorratsdatenspeicherung. In Zeiten der schwarz-gelben Bundesregierung ließ er keine Gelegenheit aus, um die Notwendigkeit der Vorratsdatenspeicherung auf reißerische Art und Weise zu untermauern. So erklärte Minister Jäger zum Beispiel, dass die Weigerung der früheren Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die Vorratsdatenspeicherung neu zu regeln, ich zitiere, mit gesundem Menschenverstand nicht mehr zu erklären sei, am 26.03.2012 in der Bild. Sie agiere, ich zitiere, aus parteipolitischem Kalkül, anstatt sich für die Interessen der Opfer von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch einzusetzen, WZ Newsline vom 26.06.2012. Seit das Bundesjustizministerium wieder von der SPD geführt wird,
ist diese Kritik merkwürdigerweise jedoch verstummt. In der letzten Debatte im Landtag am 30.01.2015, also vor fast genau 3 Monaten, durfte Herr Jäger dann aber nicht zu diesem Thema sprechen und verließ vorab den Plenarsaal. Warum, Herr Jäger? Weil Landesjustizminister Kutschaty eine gänzlich andere Meinung vertrat und die Spaltung der Landesregierung für alle Beobachter offenkundig machte. Einmal mehr ist sich die Landesregierung, wie zum Beispiel auch beim Thema Braunkohle, nicht einig. Wie ging es nun weiter? Die CDU-Bundestagsfraktion und Innenminister Thomas de Maizière haben sich klar für das wichtige und notwendige Instrument der Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen und an den gemeinsam geschlossenen Koalitionsvertrag erinnert. Daraufhin hat der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel ein Machtwort gesprochen und den Kritiker in den eigenen Reihen, Bundesjustizminister Heiko Maas, in die Schranken gewiesen. Nun stellte eben dieser Justizminister am 15. April seine Richtlinien zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung der Öffentlichkeit vor. Das notwendige Gesetzgebungsverfahren soll sich zügig anschließen. Dazu erlaube ich mir, Maas wie folgt zu zitieren: Wir legen einen Kompromiss vor, um schwerste Straftaten künftig besser aufklären zu können. Damit werde man auch höchstrichterlichen Urteilen gerecht. Es handele sich um eine gute Grundlage für die noch ausstehende parlamentarische Beratung, die in der Substanz, Herr Kofkes, aber nicht mehr veränderbar ist. NRW-Innenminister Ralf Jäger begrüßt den nun gefundenen Kompromiss in seiner Pressemitteilung vom 15.04., ich zitiere, als ausgewogenen Vorschlag für einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Sicherheitsinteressen des Einzelnen und datenschutzrechtlichen Vorgaben. Was sagen Sie nun, Herr Justizminister? Oder haben Sie jetzt den Maulkorb von Herrn Jäger übernommen? Meine Damen und Herren, die CDU begrüßt den nun gefundenen Kompromiss, Herr Jäger. Denn wir brauchen dieses Instrument zur Abwehr und Verfolgung schwerster Straftaten wie Terror, Mord und Kinderpornografie. Das sind wir unseren Bürgern, aber insbesondere den Opfern schuldig. Es ist ein Ausgleich zwischen Freiheits-, Datenschutz- und Sicherheitsinteressen. Die Landesregierung hat dabei im Diskussionsverlauf weder ein geschlossenes noch ein gutes Bild abgegeben. Die CDU hatte und hat dagegen eine klare und vernünftige Linie vertreten. Daher lehnen wir den vorliegenden Antrag der Piraten und den Entschließungsantrag der FDP selbstverständlich ab. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Golland. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage der Vorratsdatenspeicherung beschäftigt uns ja nun zum 5. Mal innerhalb von knapp 1,5 Jahren. Ich habe gerade schon wahrgenommen, Sie möchten das auch gerne weiterhin tun. Es hat sich in dieser Zeit einiges getan. Das muss man erst mal konstatieren. Der Europäische Gerichtshof hat die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung im vergangenen Jahr für mit den europäischen Grundrechten für unvereinbar erklärt und verworfen. Er hat insbesondere festgestellt, dass es unzulässig ist, die komplette Bevölkerung unter einen Generalverdacht zu stellen. Seine zentrale Begründung war, dass die Richtlinie eine Speicherung ohne Differenzierung, ohne Ausnahmen und ohne Einschränkung vorsah. Genau dieses Vorgehen war jahrelang eines der Kernargumente der Kritikerinnen und Kritiker der Vorratsdatenspeicherung. Und das war gut so, denn ein Mensch, der überwacht wird, ist niemals frei. Heribert Prantl sprach damals in einem Kommentar, den ich immer noch für bemerkenswert halte, vom Ende der Maßlosigkeit, so das Zitat. Ich hätte mir gewünscht, dass er Recht behalten hätte. Fast genau ein Jahr später legen der Bundesjustizminister und der Bundesinnenminister nun ein Leitlinienpapier, noch keinen Gesetzentwurf, ein Leitlinienpapier vor, mit dem die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nun doch wiederbelebt werden soll. Ohne Not, denn eine europäische Richtlinie steht nicht in Aussicht. Auch wenn die Speicherfristen nun verkürzt werden sollen, so bleibt es doch bei eben dieser generellen Speicherung, bleibt es bei diesem Generalverdacht. Man darf sich da nicht täuschen lassen, die Leitlinien sind nicht unbedingt ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Datenschutz, sondern sie sind die Ausreizung der Spielräume, die die Urteile von BVFG und EuGH gelassen haben. Das ist aus grüner Sicht ein Problem und neben
dieser grundsätzlichen Problematik ist auch der Schutz der Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger. Hans-Friedrich Körfges hat das eben als eine ganz besondere Baustelle der Leitlinien angesprochen, unzureichend geregelt. Da gibt es schon jetzt Verunsicherung drüber, und die Verunsicherung in den Verhältnissen zwischen Geheimnisträgern und ihren Mandantinnen, Patientinnen und Klientinnen tritt bereits ein, wenn Daten gespeichert werden und nicht erst, wenn sie dann ausgewertet werden. Mit ihrem Vorstoß zieht die Bundesregierung keine Konsequenzen aus dem größten Überwachungsskandal der Geschichte. Sie höhlt das Label Made in Datenschutz, Made in Germany, aus. Meine Damen und Herren, wer sich die politischen Beschlüsse meiner Partei ansieht, wird sofort sehen, dass Bündnis 90 Die Grünen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ablehnen. Die Sozialdemokraten haben inzwischen in verschiedenen Gliederungen ähnlich lautende Beschlüsse. Ungeachtet dessen gibt es bei der Sozialdemokratie aber auch einen Beschluss pro Vorratsdatenspeicherung auf der Bundesebene. Und dann lässt sich tatsächlich nicht leugnen, dass wir da zwei Parteien sind, die unterschiedlicher Auffassung in dieser Sachfrage sind. Das kommt in den besten Familien und sogar in Koalitionen vor. Es wäre schlimm, wenn es anders wäre in einer Demokratie. Und weil das normal ist, meine Damen und Herren, wenn Parteien Koalitionen bilden, dann haben wir für diesen Fall klare Verfahren. Da, wo es tatsächlich etwas zu entscheiden gibt, nämlich im Bundesrat, enthält sich das Land, wenn es keine Einigung in der Koalition über das Abstimmungsverhalten gibt. Das haben wir hier oft genug erzählt. Klar ist aber, noch viel wichtiger ist aber, wir sind an diesem Punkt noch nicht. Bevor es soweit kommt, muss die Bundesregierung erstmal einen Gesetzentwurf vorlegen. Der geht dann in die Fachausschüsse, in den Bundesrat. Da gilt das Ressortprinzip, da können die Ministerinnen und Minister dann ihre Positionen dazu festklopfen. Dann gibt es eine Bundestagsabstimmung, und wenn es dann nochmal in den Bundesrat kommt, dann kann ich Ihnen versichern, wir Grüne werden dafür unsere Position werben und streiten. Und ich freue mich über jeden Sozialdemokraten, ich freue mich da über jeden Liberalen, ich freue mich da über jeden Piraten und auch über alle anderen, die uns dabei unterstützen. Wir haben heute eines ganz deutlich gehört, nämlich dass bei der CDU, die sich ja immer modernisieren will, in dieser Frage, wie überhaupt beim Schutz der bürgerlichen Freiheitsrechte, Hopfen und Malz vollkommen verloren ist. Das hat der Kollege Golland gerade eindrücklich bewiesen. Und liebe Kollege, lieber Kollege Lübcke, Sie werden gleich das hohe Lied der Bürgerrechtler bei der FDP singen. Wir haben es uns schon mehrfach erzählt, aber ich will es gerne noch mal hervorkramen. Die FDP, der FDP-Innenminister Ingo Wolf, war es damals, der hier in diesem Haus die Online-Durchsuchung hat beschließen lassen, konkret im Landesverfassungsschutzgesetz. Das hat Karlsruhe Ihnen um die Ohren geschlagen, und zwar völlig zu Recht. Und deswegen müssen wir uns von Ihnen da keine, Ratschläge einholen. Und wir können diese Debatte, weil das ja schon angekündigt wurde, diese Debatte sehr gerne fortsetzen. Das ist ja das Schöne an der Demokratie. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Lürbke das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht erstmal grundsätzlich, damit es ja auch nicht durcheinander geht. Also die anlassbezogene Überwachung ist ja seit langem ein wichtiger Baustein in einem Gesamtkonzept unserer Sicherheitsbehörden. Anlassbezogene Überwachung, Herr Minister, etwa bei der Überwachung von bekannten Gefährdern, bei ausreichenden Anhaltspunkten für die Begehung von Straftaten. Ich denke, das ist Ihnen bekannt. Kurz, wenn Sie vermeintliche Straftäter kennen, können Sie diese bereits nach geltendem Recht umfassend technisch anlassbezogen überwachen. Und wenn Sie diese nicht kennen oder es eben auch keine ausreichenden Belege gibt, dann können Sie diese eben auch nicht überwachen. Das sind die Leitplanken, in denen unser geltendes Recht die Überwachung heute rechtsstaatlich erlaubt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Vorratsdatenspeicherung, da geht es aber, es geht um mehr. Es geht um Grundsätzliches. Darf ich jemanden, gegen den bis dato nichts, rein gar nichts, gegen den kein Verdacht wegen Gefährdung oder Straftaten besteht, darf ich denjenigen völlig anlasslos auf Vorrat umfassend technisch überwachen und sensible Verkehrsdaten über diese Person auf Vorrat aufzeichnen, von wo, mit wem, wann, wie lange, wie oft. Und sowohl der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom April 2014 als auch das Bundesverfassungsgericht
vom März 2010 hatten ja zu den entsprechenden Regelungen klar geurteilt, nein, die Regelungen zu einer solchen anlasslosen Speicherung, sie sind ein erheblicher Eingriff in die Daten der Bürger und sie sind mit europäischem Recht bzw. den Grundrechten unvereinbar, ungültig, nichtig. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dennoch, da ist sie wieder. Die Vorratsdatenspeicherung. Die ganze Story ist ja eigentlich kaum zu glauben, als in Zeiten erhöhter Terrorgefahr nahezu reflexartig der Ruf nach anlassloser Datenspeicherung aufkam, passierte doch Folgendes. Die EU-Kommission, sie offenbarte, man werde nicht, man werde keinen neuen Anlauf zur Vorratsdatenspeicherung starten. Bundes- als auch NRW-Landesregierung lehnten zunächst einen nationalen Alleingang ab. Bundesjustizminister Maas erwarnte, Deutschland dürfe grundgesetzlich nicht. SPD-Landesjustizminister Kuschati, sie mahnten, Deutschland könne rechtlich gar nicht. SPD-Innenminister Jäger ertönte in bester CSU-Manier, ich will aber. SPD-Ministerpräsidentin Kraft, die sagte ja, ich weiß es gar nicht, habe sie nicht gehört in der Frage, sie hat nichts gesagt, sie tauchte ab. Die Grünen ließen das der Landesregierung dann auch noch durchgehen. Die CDU pochte in Berlin weiter darauf. Und SPD-Vorsitzender Gabriel fragte unter der Hand augenscheinlich nur so, sag mal, Frau Merkel, was gibst du mir denn eigentlich dafür, wenn wir hier mitgehen? Und das Ergebnis, meine Damen und Herren, die Justizminister, sie wurden vorgeführt, Haltung und Überzeugung, sie weichten parteipolitischem Gehorsam. Und Herr Körfges, weil Sie es angesprochen haben, ich erinnere in puncto Rückgrat da gerne mal an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, die Bürgerrechte sind bei der SPD einfach in schlechter Hand, meine Damen und Herren. Wenn man sich die weiteren Ergebnisse anschaut, eine Ministerpräsidentin, die mangelnden Einfluss in Berlin offenbart, ein Innenminister, der Recht bekommt, das nicht rechtens ist, ein SPD-Vorsitzender, der die eigene Partei, die Öffentlichkeit an der Nase herumführt und ein Bundesverfassungsgericht, das einen neuen Fall bekommt. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, weder eine Unrechtsvereinbarung der Bundeskanzlerin Merkel oder des Vizekanzlers Gabriel noch eine Mehrheit als Große Koalition können grundrechtswidrige Gesetze legitimieren. Und Sie haben hier einen Fall, ein neues Aktenzeichen für den Bundesverfassungsgerichtshof geschaffen. Vielleicht kalkulieren Sie ja sogar mit der Verfahrenslaufzeit, in der man nun munter Daten sammeln und nutzen kann. Aber die Wahrheit ist doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon heute fehlt doch bereits aufgrund der desolaten Personalpolitik der rot-grünen Landesregierung das Personal zur bereits erlaubten anlassbezogenen Überwachung konkreter Personen. Also was wir in Nordrhein-Westfalen brauchen, ist daher auch keine Vorratsdatenspeicherung, sondern mehr Sicherheit durch polizeiliche Sichtbarkeit. Wir brauchen keine unverhältnismäßig technische Überwachung, sondern personalstarke Sicherheitsbehörden. Und das müsste Auftrag dieser Landesregierung sein. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Löbke. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dem Grunde nach könnte man sich an dieser Stelle eigentlich ziemlich kurz fassen. Wir beurteilen nämlich in dieser Debatte nicht einen konkreten Gesetzentwurf der Bundesregierung, sondern beratende oder Grundlage dieser Debatte sind Leitlinien, die vorgestellt worden sind. Was konkret der Bundesgesetzgeber in einem künftigen Gesetzentwurf tatsächlich vorsieht und ob das mit den hohen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes und des Europäischen Gerichtshofes vereinbar ist, darüber können alle Seiten zurzeit nur spekulieren. Ich glaube, dass diese Entwicklung erstmal abzuwarten ist, dass auf Grundlage eines Gesetzentwurfs konkret diskutiert werden sollte. Und zurzeit ist aus meiner Sicht eine Entscheidung dieses Parlaments überhaupt nicht angezeigt. Aber, meine Damen und Herren, mit diesem bloßen Hinweis will ich diese Debatte nicht belassen, sondern mir sind ein paar Aspekte jetzt auch heute wieder aufgefallen, die ich gerne aufgreifen will. Ich glaube zum einen, dass wir uns darüber einigen müssen, über welche Form, über welches Modell einer Vorratsdatenspeicherung, Mindestspeicherdauer, Höchstspeicherdauer wir denn überhaupt diskutieren. Eine Regelung der Art und Weise, wie die genannten Gerichte sie bereits beschäftigt haben, kann es nicht geben, Herr Körf, da haben Sie völlig recht. Es kann kein Gesetz geben, das dem EuGH-Urteil oder dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes widersprechen kann.
Das kann es nicht geben. Und Regeln, die nicht mit unserer Verfassung vereinbar sind oder die gegen europäisches Recht verstoßen würden, können deshalb auch logischerweise nicht Gegenstand eines Gesetzes werden. Ich habe in dieser Debatte eher das Gefühl, meine Damen und Herren, dass sowohl die Piraten als auch die FDP-Fraktion noch über den alten Stand diskutieren, als über die jetzt vorgestellten Leitlinien, über die vieles hinweggegangen ist. Als Zweites möchte ich dafür werben, dass wir diese Debatte nicht oberflächlich führen sollten, sondern wegkommen sollten von einem Schwarz-Weiß-Denken zwischen den einzelnen Fraktionen und vor allem diese Debatte um eine Höchstspeicherdauer ideologisch nicht zu überhöhen. Es ist falsch, diese Höchstspeicherfrist als ein Allheilmittel für die Sicherheitsbehörden darzustellen. Das ist sie nicht, das kann sie niemals leisten. Aber es ist genauso falsch, sie unter allen Umständen und egal in welcher Ausgestaltung zu verteufeln. Ich halte es für richtig, dass wir deshalb eine differenzierte, eine sachliche Diskussion darüber führen, wie kann der Spagat geschafft werden, wie kann ein Ausgleich zwischen Freiheit und andererseits der Sicherheit, insbesondere von Opfern von schweren Straftaten, hergestellt werden und wie kann eine mögliche Regelung beides sicherstellen. Diese Diskussion wollen offensichtlich die Piraten gar nicht führen, eine Diskussion darüber, eine Versachlichung innerhalb dieses Themas gar nicht erreichen. Sonst hätten wir heute nicht die direkte Abstimmung wieder mal zu diesem Thema. Meine Damen und Herren, wer die Leitlinien des Bundes genau liest, der findet darin eine völlig andere, im Vergleich zu der bisherigen Diskussion, eine völlig andere Konstruktion eines Gesetzes, eines möglichen Gesetzes. Es ist bereits angesprochen worden, eine deutliche Verkürzung der Speicherfristen, eine Beschränkung auf schwerste Straftaten, einen strengen, uneingeschränkten Richtervorbehalt oder den Schutz von Berufsgeheimnisträgern. Und Herr Körfix hat es zu Recht angesprochen, auch das Gesetz muss darlegen, ob die Interpretation des EuGH-Urteils anlasslos richtig ist und wie das in einem Gesetzentwurf zu erfüllen sein könnte. Nochmal, Herr meine Minister, Damen und Herren, es geht Herr darum, Minister, einen Ausgleich zu schaffen. Herr Minister, entschuldigen Sie bitte. Herr Vizepräsident. Würden Sie so freundlich sein und eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herrmann zulassen? Ja. Dann bitte, Herr. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Eine Frage ist, stimmen Sie mit mir darin überein, dass auch in den Leitlinien wieder die gesamte Bevölkerung, die Daten der gesamten Bevölkerung gespeichert werden sollen? Das ist also genau das, was das Bundesverfassungsgericht und wie auch der EuGH eigentlich negiert hat, dass das nicht sein darf. Und es ist in Leitlinien wieder drin. Stimmen Sie mir, sehen Sie das auch da drin stehen, so wie ich? Nein, sehe ich so nicht, weil erstens nicht die Bevölkerung gespeichert wird, sondern Verkehrs- und Kommunikationsdaten. Und zweitens, Herr Herrmann, es in der Fachwelt eine sehr differenzierte Diskussion darüber gibt, wie das EuGH-Urteil in diesem Punkt zu interpretieren ist. Da gibt es auch in der Fachwelt noch keine abgeschlossene Meinung zu. Mir ist nochmal wichtig, meine Damen und Herren, ich glaube, dass diese Leitlinien eine Chance darstellen, den Spagat zwischen unterschiedlichen Grundrechten, die in unserer Verfassung verankert sind, nämlich Datenschutz und Bürgerrechte auf der einen Seite, aber genauso das Recht von Opfern von Straftaten auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit miteinander abzuwägen und möglicherweise miteinander zu verbinden. Die Chance zu dieser sachlichen Diskussion, die sollten wir alle wahrnehmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt liegen mir nicht vor. Ich schließe deshalb die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt und zugleich gemäß § 44 unserer Geschäftsordnung eine namentliche Abstimmung zu diesem Antrag, Drucksache 8450. Nach Absatz 2 dieses Paragraphen unserer Geschäftsordnung erfolgt die namentliche Abstimmung durch Aufruf der Namen der Abgeordneten. Die Abstimmenden haben bei Namensaufruf mit Ja oder Nein zu antworten oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthalten. Ich darf die Schriftführer bitten, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Und ich darf vorher Sie alle bitten, meine Kolleginnen und Kollegen, den Geräuschpegel möglichst niedrig zu halten, damit die Schriftführer auch ihr Votum verstehen können. Ich kann verstehen, dass das heute schwerfällt, nachdem in uns allen die Begeisterung des gestrigen Sieges von Borussia Dortmund
über Bayern München noch nachwirkt. Aber wir müssen jetzt alle unsere Euphorie in den Griff bekommen, damit wir diese namentliche Abstimmung gut zu Ende führen. So, damit darf ich noch mal die Schriftführer bitten, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Wir beginnen mit A wie Abel. Herr Abruschat. Herr Dr. Adelmann. Herr Alder. Frau Altenkamp. Frau Andres. Frau Andres. Frau Asch. Herr Bass. Herr Bayer ist entschuldigt. Dann hätten wir Herrn Andreas Becker. Herrn Horst Becker. Frau Beer. Frau Dr. Weisheim. Herr Bell. Frau Benninghaus, Herr Vandenberg, Herr Vandenberg, Herr Dr. Berger, Herr Berghahn, Herr Berghahn, Herr Dr. Bergmann, Herr Boy, Herr Bialas, Herr Biesenbach, Frau Birkhahn, Herr Bischof, Frau Blask, Herr Börner, Herr Börschel, Freifrau von Böselager, Herr Bolte, Herr Bombis, Herr Professor Dr. Bovermann, Frau Brandt, Frau Brems, Herr Breuer, Herr Brockes, Herr Brockes, Frau Dr. Bunse, Herr Burkhardt, Herr Busen, Herr Dahm, Herr Deppe, Herr Deppe, Frau van Dinter, Frau de Moch-Schweren, Frau Doppmeier, Herr Dr. Droste, Herr Dr. Droste, Herr Dudas, Frau Düker, Herr Düngel, Herr Eiskirch, Herr Ellerbrock ist entschuldigt. Herr Engstfeld, Frau Fasse, Herr Fehring, Herr Feuß, Herr Fortmeier, Frau Freimuth, Herr Fricke, Herr Ganske, Herr Gabrecht, Herr Gatter, Frau Gebauer, Herr Gebhardt, Frau Gebhardt, Vergebung, Frau Gebhardt, Herr Geier, Frau Gödecke, Herr Goldmann, Herr Golland, Frau Gochowiak-Schmieding, Herr Große-Brömer, Herr von Grünberg, Herr Grunendahl, Frau Güler, Herr Hart, Herr Dr. Hachen, Frau Haag, Herr Hafke, Herr Hahnen, Frau Hammelrath, Gabriele, Frau Helene Hammelrath, Frau Hanses, Herr Hausmann, Herr Hegemann, Herr Heinrichs, Frau Hendricks, Frau Hendricks, Herr Hendricks,
Herr Herrmann, Herr Herter, Herr Hilser, Herr Höhne, Herr Hovenjürgen, Herr Frau Hove, Herr Hübner, Herr Jäger, Herr Jahl, Frau Jansen, Herr Jörg, Herr Jostmeier, Herr Kämmerling, Herr Kaiser, Herr Kamit, Herr Dr. Kerbein, Herr Kerkhoff, Herr Nikolaus Kern, Herr Walter Kern, Herr Keimes, Frau Kieninger, Herr Kloke, Frau Klöpper, Herr Körfkes, Frau Kopp-Herr, Frau Korte, Herr Kosinski, Frau Kraft, Herr Kramer, Herr Krick, Herr Nückel sagt ja, Herr Krückel, Herr Krüger, Herr Kruse ist entschuldigt, Herr Kufen, Herr Cooper, Herr Kuchati, Herr Lammler, Herr Laschet, Herr Lienenkämper, Herr Lindner, Herr Löker, Herr Lohn, Frau Lück, Frau Lüders, Herr Lübke, Frau Lux, Herr, Frau Maaßen, Herr Dr. Melzer, Herr Markert, Herr Marquardt, Herr Marsching, Herr Meesters, Frau Middendorf, Frau Milz, Herr Möbius, Herr Moritz, Herr Moster-Fisade, Herr Hans-Peter Müller, Herr Holger Müller, Frau Müller-Witt, Herr Münchow, Herr Münstermann, Herr Nettekofen, Herr Nettelstroth, Herr Neumann, Herr Nückel, Herr Olejak, Herr Dr. Obtendrenk, Herr Ortgies, Herr Ott, Herr Dr. Papke, Herr Dr. Paul, Frau Josephine Paul, Frau Philipp, Frau Pieper, Herr Post ist entschuldigt, Herr Preuß, Frau Preuß-Buchholz, Herr Priggen, Herr Rahl, Herr Rasche, Herr Rehbaum, Herr Römer, Herr Rohweder, Herr Rüsse, Frau Ruhkämper, Frau Rydlewski, Frau Ute Schäfer ist entschuldigt, Frau Verena Schäfer, Frau Scharenbach, Herr Schatz, Herr Schäffler, Herr Schemmer, Herr Schick, Herr Schittges, Herr Schlömer, Herr Schmalenbach ist entschuldigt, Herr Schmelzer, Frau Schmidt-Promny, Herr Hendrik Schmitz, Frau Ingola Schmitz, Herr Guntram Schneider,
Herr René Schneider. Frau Susanne Schneider. Herr Schultheiß. Herr Schulz. Frau Schulze. Frau Schulze-Vöcking. Herr Schwert. Herr Seel. Frau Dr. Seidel. Herr Siewecke. Herr Sommer ist entschuldigt. Frau Spanier-Oppermann. Herr Spieker. Herr Dr. Stamp. Herr Stein. Frau Steininger-Bludau. Herr Steinmann. Entschuldigung, pardon, Frau Steinmann. Herr Professor Dr. Sternberg. Herr Stotko. Frau Stotz. Herr Sundermann. Herr Ten Humberg. Herr Thiel. Herr Thiel. Oh, pardon, haben wir nicht gehört. Frau Tönnissen. Herr Tönz ist entschuldigt. Herr Tütenberg. Herr Ünal. Herr Uhlenberg. Frau Felte. Herr Alexander Vogt. Frau Petra Vogt. Frau Vogt-Küppers. Frau Vosseler. Herr Fossum. Frau Wagener. Frau Warden. Frau Watermann-Krass, Herr Weckmann, Herr Wedel, Herr Wegner, Herr Weiß, Herr Weske, Herr Axel Wirz, Herr Josef Wirz, Herr Witzel, Herr Dr. Wolf, Herr Sven Wolf, Herr Wüst, Herr Jetim, Herr Yüksel, Frau Zentis, Herr Zimkeit. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind einige Kolleginnen und Kollegen noch verspätet nachgekommen. Mein Vorschlag wäre, weil wir viele nicht gehört haben, dass wir einmal noch ganz schnell die durchgehen. Alphabetisch, das ist das Einfachste. Herr Nückel. Gut, Herr Wüst. Nicht da. Herr Ingo Wolf. Wir machen es jetzt mal von hinten. So. Da war komplett. War Herr Preuß bei mir offen? Nein. Frau Schmitz sehe ich nicht. Frau Schmidt? Also die beiden Schriftführer unterhalten sich zwar hier eben gerade für mich verständlich, aber ich glaube nicht für alle. Es müssten sich schon verständigen, dass einer jetzt die Namen aufruft, damit wir ein ordentliches Ergebnis bekommen. Frau Schmidt, habe ich jetzt Schmidt nicht da. Ich hatte noch offen nichts verspannen. Herr Nettekofen? Nein. Gut. So. Frau Lux? Okay. Herr Lienenkämper. Gut. So. Was sitzt? Frau Kraft ist jetzt. Nein. Herr Korte. Frau Korte, pardon. Okay. Dann hatten wir Herrn Jahl. Ja. So. Ah, ja. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht zur Erklärung. Hier oben hört man wirklich extrem schlecht, wenn leise geantwortet wird und der Geräuschpegel sehr hoch ist. Da können die Schriftführerinnen und Schriftführer relativ wenig für. Herr Hart. Okay. Frau Güler. Herr Gatter? Nein.
ich Frau de Moch Schweren? Nein? Okay. Herr Brockes? Nicht da. Freifrau von Böselager? So, Frau Bierkahn? Nein. Okay. Herr Biesenbach? Höre ich nicht, sehe ich nicht. Stimmt mit Nein. Stimmt mit Nein. Okay. Herr Dr. Bergmann? Und Herr Dr. Berger war bei mir untergegangen. Herr Droste. Ja, stimmt, ist auch offen. Herr Droste fehlt. Entschuldigt. Frau Andres ist auch da. Ja, komm. Ja, haben wir gesehen. Herr Droste ist auch da. Okay. Herr Dr. Droste, wie stimmen Sie ab? Gut, vielen Dank. So, Frau Andres. So, damit bin ich. So, dann frage ich vorsichtshalber noch, wer noch gekommen ist, nicht abgestimmt hat. Herr Vandenberg. Ja. So. Bei Berg. Ach so. Vandenberg. 40. Nein. Herr Depp ist 40, ja. Herr Deppe? Nein. Gut. Bei mir ist ansonsten das komplett. Vielleicht helfen Sie uns einfach noch mal laut mit dem Namen aus, dann ist es einfacher zu finden. Gut. So. Gut. Und Herr Bergmann. Hier, links. Bergkamp. Bergkamp, okay. Bergkamp. Gut. 18 gefunden. Ja. Das ist heute leider etwas schwierig. Ich frage aber vorsichtshalber noch einmal, ob jetzt alle, die stimmberechtigt sind, auch abgestimmt haben. Oder ob jemand glaubt, er sei nicht erfasst worden. Das ist so, dann kann ich hier die Abstimmung auch schließen und bitte die Schriftführer, die Auszählung vorzunehmen. Ja. Was ich Ihnen jetzt gerne bekannt geben möchte, in der namentlichen Abstimmung zum Antrag Drucksachennummer 8450 haben Ihre Stimme abgegeben 222 Abgeordnete. Mit Ja haben 35 Abgeordnete gestimmt, mit Nein haben 187 Abgeordnete gestimmt. Es hat keine Stimmenthaltung gegeben. Damit ist der Antrag Drucksachennummer 8450 abgelehnt. Wir kommen weiterhin zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP. Dieser trägt die Drucksachennummer 8564. Wer möchte diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die FDP-Fraktion und die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen und die CDU. Dankeschön. Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist dann auch der Entschließungsantrag der Fraktion der FDP mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.